Also das Sportangebot in der Stadt St. Pölten, das kann sich sicher sehen lassen. Für die Jugendlichen und Kinder ist das Angebot mit der Neigungsgruppe ganz einzigartig in Österreich. Es kann sich jedes Kind von der Volksschule an fast in allen Sportarten gratis oder sehr kostengünstig mitmachen, alles ausprobieren, werden von qualifizierten Trainern betreut und ich glaube, diese Chance muss man einfach nutzen. Es ist ganz wichtig, dass sie unsere Kinder bewegen. Im Tennis gibt es das Angebot natürlich auch für die Neigungsgruppe und dann übernommen. Wir haben vom Niederösterreichischen Tennisverband einen Stützpunkt in St. Pölten. In ganz Österreich sucht es seinesgleichen, was es in St. Pölten für ein Sportangebot gibt. Wir sind die Generale Invaders St. Pölten. Wir befinden uns hier auf der neuen Sportanlage in St. Georgen und konnten diese aufgrund von Unterstützungen von der Stadt St. Pölten, vom Land Niederösterreich und auch aus Eigenmitteln zu einem neuen Footballfeld umbauen. Für unseren Nachwuchs und für die neuen Spieler haben wir ein eigenes Fitnessstudio einrichten können. Mit 200 Mitgliedern sind wir einer der größten Vereine in St. Pölten. Football ist der ultimative Teamsport. Egal ob du groß oder klein bist, athletisch oder weniger athletisch, schnell oder langsam, kräftiger oder schlank. Wir haben für jeden eine Position bei uns beim Football. Seit 35 Jahren gibt es die Invaders. Wir haben eine stolze Vergangenheit, sowohl im Nachwuchsbereich als auch in der Kampfmannschaft und im Cheerleading. Werde auch du Teil der Invaders-Familie. Wir freuen uns auf dich. Basketball und St. Pölten sind eigentlich zwei Begriffe, die nicht voneinander zu trennen sind. Bereits seit 1955 wird in St. Pölten auf höchstem Niveau Basketball gespielt. Das gilt sowohl für den Nachwuchs als auch für den Erwachsenenbereich. Wir sind besonders stolz, dass unsere Nachwuchsspieler auch im Leistungszentrum professionell hier ihre Basketballtalente fördern und spielen können. In den glorreichen 90er Jahren konnten wir sogar im Europacup bestens reüssieren. Nach schwierigen Jahren in der zweiten Liga ist uns vor zwei Jahren der Aufstieg wieder gelungen. Und wir spielen wieder in Österreich höchster Spielklasse, auch in den Playoffs um den Meistertitel mit. Alle unsere Nachwuchsmannschaften sind in allen Kategorien top vertreten. Und top vertreten ist auch die Stadt St. Pölten, die uns durch dick und dünn eigentlich immer begleitet und immer ein Herz und ein offenes Ohr für den Basketball hat. Ich darf den SK in St. Pölten Frauen kurz vorstellen. Wir sind der derzeit erfolgreichste Fußballverein Österreichs mit insgesamt 6 Meistertiteln in Serie und 7 Cupsiegen in Serie und spielen seit 10 Jahren in der höchsten österreichischen Frauenliga. Wir kommen von Spratzern, sind wir über den Weg des Feldplatzes zum SKN St. Pölten gekommen und freuen uns, dass wir hier die Stadt St. Pölten national und international präsentieren dürfen. Wir haben auch sehr große Unterstützung seitens der Stadt erfahren. Wir sind von einer Wirtshausmannschaft zu einem ordentlichen Fußballverein geworden mit Büroräumlichkeiten, die uns die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Unsere Akademie in St. Pölten, die Akademie St. Pölten Niederösterreich, ist eine 100% Tochter des Niederösterreichischen Fußballverbandes, sprich der Verband steht als Landesverband hinter dieser Akademie. Ziel ist es hier, die Spieler sowohl im schulischen als auch im sportlichen Bereich zu Höchstleistungen auszubilden, zu Profis auszubilden. Dabei ist unser großer Vorteil, dass die Spieler nicht bei einem Verein gemeldet sind, sondern anschließend an die Ausbildung sich selbst aussuchen können, zu welchem Verein sie wechseln wollen. Wichtig ist bei unserem Ausbildungssystem auch das duale System, das heißt, die Spieler müssen in die Schule gehen, sie müssen hier die Handelsschule oder das Borgel besuchen, um, falls sie die Profikarriere dann nicht durchbringen, auch die Möglichkeit zu haben, einen Schulabschluss vorweisen zu können. Das Ganze ist im Bereich in St. Pölten natürlich mit organisatorisch oder Platzproblemen normalerweise verbunden. Hier haben wir natürlich mit der Stadt St. Pölten einen perfekten Partner, der uns auf der Stadtsportanlage mit einem großzügigen Umbau Voraussetzungen geschaffen hat. Bei der Erweiterung der Stadtsportanlage haben wir mit der Firma KPB einen professionellen Planer gehabt. Die Firma Strabag als Generalunternehmer hat dann alles umsetzen können. Wir haben auch einen Kunstrasenplatz und wir hoffen dann ab Herbst auf tolle Spiele auf dieser Anlage. Wir sind also infrastrukturmäßig sicher unter den Top 3, ich würde sagen nach Salzburg die Nummer 2 in ganz Österreich, was die Ausstattung und die Infrastruktur der Akademie betrifft. Mit 1500 Startern, mit Athleten aus 40 Nationen, die das sehr genießen, da diese schöne Landschaft. Wir schwimmen in 2 Seen, in 2 Badeseen in St. Pölten, radeln dann durch die Wachau und laufen durch die barocke Innenstadt und durchs Regierungsviertel. Und die Strecke ist sehr oft von den Athleten zur schönsten der ganzen Welt gewählt worden.
und mit Unterstützung von Stadt und Land ist uns das wirklich sehr, sehr gut gelungen und wir können sehr, sehr stolz sein, dass wir das hier in St. Pölten machen durften.